Lassen Sie uns, meine Herren, über das demokratische System in Deutschland reden. Immerhin gibt es die Bundesrepublik Deutschland seit über 70 Jahren. Am 23. Mai 1949 unterzeichneten die Gründungsväter das Grundgesetz und 40 Jahre später kam es zur Wiedervereinigung des bis dahin geteilten Deutschlands. Über viele Jahrzehnte hat sich unsere Demokratie also als stabiles Fundament erwiesen. Herr Holt, was glauben Sie denn, ist das Geheimnis, das sich die Demokratie bis heute gehalten hat? Ich versuche es mal verfassungsrechtlich, weil unsere Demokratie, was glaube ich wirklich nach den grausamen Erfahrungen des Naziregimes überhaupt nicht selbstverständlich war, was sogar eine wirklich unglaublich große Leistung war, die Menschenwürde und die Grundrechte und auch das System eben der parlamentarischen, republikanischen Dinge und die föderale Struktur auch nicht zu vergessen, über alles gestellt hat. Und weil diese Struktur von vornherein sehr fein austariert war. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also die ganzen demokratischen Prozesse sind fein austariert. Die Machtbalance zwischen den vier Gewalten, ich rechne da auf jeden Fall auch die Medien mit dazu. Die gegenseitige Kontrolle funktioniert sehr gut. Auch die Binnenkontrolle, auch bei den Medien übrigens, kann man all denen entgegenhalten, die den Medien nicht trauen. Die Binnenkontrolle funktioniert und die gegenseitige Kontrolle funktioniert sehr gut. Und ich glaube, zu der Balance dazu, dass wir es tatsächlich auch geschafft haben, in unserem Land durch dieses System auch trotz aller Unkenrufe, die was anders sagen, eine gesellschaftliche Balance hinzubekommen. Demokratisches Gleichgewicht, überwiegend auch ein wirtschaftliches Gleichgewicht. Ich glaube, das ist die Basis des Ganzen, wenn diese Balance mal nicht mehr stimmt. Aber ich glaube, dass da unser Sozialstaat natürlich besser ist letzten Endes als sein Ruf. Aber wenn diese Verhältnisse massiv verschoben würden oder verschoben worden wären in diesen über 70 Jahren, dann glaube ich, wäre auch das demokratische System an seine Grenzen geraten. Herr Landesbischof, worin denken Sie, liegt das Erfolgsrezept der Demokratie? Ich glaube, dass in Deutschland natürlich schon die Geschichte eine ganz große Rolle spielt. Das ist eben schon angeklungen. Das war für Deutschland natürlich ein Schock, diese Erkenntnis nach dem Zweiten Weltkrieg, was da passiert ist und wie es passieren konnte, dass alle zugeschaut haben. Durch die Befreiung am 8. Mai, der bewusst jetzt so genannt mit guten Gründen, ist ein Neuanfang möglich geworden. Und ich glaube, dass in Deutschland wir eine Erinnerungskultur entwickelt haben, die auch gerade jetzt trägt. Ich merke das an vielen Orten, dass die Tatsache, dass wir nicht einfach drüber hinweggegangen sind, was da passiert ist, sondern dass es überall in den Städten, in den Dörfern Mahnmale gibt, auch Tafeln, Gedenktafeln für etwa Jüdinnen oder Juden, die in die Vernichtungslager transportiert worden sind. All das, dass wir sozusagen diese Scham über das, was passiert ist, dieses Entsetzen, dieses Trauern im Nachhinein nicht einfach zur Seite geschoben haben, sondern dass wir das eigentlich zum Teil unserer eigenen Identität als Land gemacht haben. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Quelle dafür, dass jetzt etwa, wenn Feinde der Demokratie, insbesondere von rechts, bestimmte Dinge wieder salonfähig zu machen versuchen, dass es doch viele Menschen gibt, die, wie ich zum Beispiel, genau mit dieser Erinnerungskultur aufgewachsen sind. Und die sagen, wir dürfen nicht zuschauen. Wir müssen ein klares Nein sprechen. Ich erlebe gerade hier auch in Bayern eine sehr agile, sehr, sehr lebendige Zivilgesellschaft, die gerade an der Stelle dann auch wirklich Position bezieht und manchmal sozusagen auch aus ihren Löchern kommt, wenn es notwendig ist. Herr Mayer, wie sehen Sie das als jahrzehntelanger Medienmann? Naja, auf jeden Fall eine Grundfeste der Demokratie ist eben auch die freie Meinungsäußerung auf der einen Seite und natürlich der unabhängige Journalismus auf der anderen Seite. Ich bin jetzt in der Tat seit über 30 Jahren, kann man sagen, hauptsächlich in Regierungsvierteln unterwegs, sowohl in Bayern als auch in Deutschland und in Europa. Und da sieht man natürlich sehr deutlich in der journalistischen Beobachtung auch die Grenzen der Demokratie immer wieder. Und wir kennen das alle von den Diskussionen, selbst am Stammtisch gibt es das, aber auch zu Hause im Freundeskreis, wo es manchmal heißt, mein Gott, da geht nichts vorwärts.
Und da ist es schwierig mit der Demokratie, aber am Ende erkennt man dann doch immer wieder, dass dieses Wechselspiel mit den Komponenten, die Herr Vizepräsident Holt und der Herr Landesbischof gerade genannt haben, wenn man das alles zusammenbringt, dann funktioniert das einfach und dann ist Demokratie in meiner Beobachtung auch immer etwas Lebendiges gewesen. Und deswegen glaube ich einfach, dass ohnehin da unsere Demokratie grundlegend jedenfalls gar nichts erschüttern kann, weil das so eine feste Institution ist, die meiner Meinung nach, jedenfalls habe ich da noch nie die Anzeichen gesehen, wirklich ernsthaft in Gefahr sein kann.